Oh, wie sie mir auf die Nerven gehen. Ach was, du musst es nicht für dein Abendessen bezahlen, also freu dich. Jo, Q10. Aber mit meinem Tierkrieger wäre das eine Bombenaktion geworden. Was bist du eigentlich für ein freies Gläubiger, dass du mit zwei Knien vor die Königin fällst? Wenn ich die Etikette da sagt hier, Loyalität gegenüber Adligen, die höchste Adligen. Ja, gegenüber unseren Adligen. Ich habe gefragt, das sind legitime Adlige, ja. Ja, da kniet man sich mit einem Knie hin. Hallo? Alter. Ich habe gefragt, wenn das angemessen ist, mache ich das. Du musst bedenken, er ist nicht von Stand, er hat keine Ahnung. Ja, wenn ihn morgen ein Bandstrahl trifft, hat er es trotzdem verdient. Hallo, was ist denn die für eine Einstellung? Darum bin ich ist keiner Geschenk mit da. Indianern. Wie bitte? Darum ist niemand mit dir befreundet. Ich brauche keine Freunde, ich brauche schärfere Schwerter und mehr. Aber so von den Listen haben wir jetzt noch nicht so viel geschafft, ne? Es müssen immer noch Söldner angeheuert werden. Ja, kümmere ich mich morgen drum. Karino macht die Seemänner und dann können wir sie pünktlich zum 10. in Sold nehmen. Ja, ich weiß jetzt zumindest auch mal, dass Kohlrab keinen Sold kriegt, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja, müssen wir. Da gibt es auch so einige andere Plotpunkte, die wir irgendwie übersehen oder vergessen haben. Wir müssen uns um die verfluchte Safranfass kümmern. Ich wollte eigentlich Lido Kork anhauen, aber hab das auch vergessen. Hatten wir nicht sogar eine Fee auf der Arche? Sage ich an die Safranfass. Ja. Wir müssen uns endlich, wenn wir wieder nah sind und vielleicht Hasswolf mal wieder bei Sinnen ist, müssen wir den nicht runterschmeißen. Also ich wollte ja den Tierkrieger spielen. Der hat die geht doch weg mit Tierkriegern. Ach, Tierkrieger sind super. Du willst das noch nicht einsehen. Der optimale Charakter für alle. Bist du irgendwie der verlorene Zwilling von dem Spiel aus meiner Freitagsrunde, dem mir dauernd Trollzacker verkaufen will? Trollzacker sind aber scheiße. Ja, die haben Hirnfraß. Also sind halt auch keine Tierkrieger, das ist ja das Problem. Ja, richtig. Also ich finde Tierkrieger auch super. Ja. Weil die meiste Handwerk Körperkraft haben können. Das ist aber, die sind nicht nur deswegen cool. Ich finde, dass sie einfach richtig coole Fähigkeiten haben, die zwar brutal unnütz sind, aber das ist egal, die sind einfach cool. Ich finde die scheiße, bis auf die meiste Handwerk Körperkraft. Ja, die sind doch alle scheiße. Ich meine, Meisterhandwerk Körperkraft ist jetzt auch nicht so kacke nützlich. Ich finde das einfach geil, weil ich mir vorstelle, dass der Typ dann einfach mal den Baum ausreißt und damit ins Feldschlacht zieht. Ich meine, mit Körperkraft 40 kriegst du das hin. Ja, das Problem ist, dass dein... Achso, Meisterhandwerk Körperkraft, aha, wie lange wirkt das? Das steht nämlich nirgendwo. Nee. Also um den Baum auszureißen und damit auf die Gegner zu werfen, soll es wohl reichen. Ja, er meint eher mit dem Baum noch Leute. Ja, als Tierkrieger hast du dann halt so gammelige Attacken, die machen irgendwie, glaube ich, 1W6 plus 2, aber das ist ja total egal. Der Veteranen hat man auch noch 1W6 plus 2. Also ich glaube... Style Points. Es ist für Unbewaffnet schon das höchste der Gefühle, muss man fast sagen. Also es geht ja halt echt nur um die Style Points. Nützlich ist das überhaupt nicht, aber ich finde das einfach cool. Wenn der Typ jetzt so zum halben Bären wird und so Fälle im Gesicht hat. Ich meine, das ist so wie Immunität gegen Gift. Natürlich hast du Style Points, aber nützlich ist das auch nicht. Außer, dass du halt irgendwann mal an dem Ding legst und sagst, ja, das ist Kukris. Ja, komm, Schaden tut Immunität gegen Gifte nicht. Immunität gegen alle Krankheiten finde ich eigentlich ganz cool. Ah, naja, so unnütz ist Ausdauer und Zauber jetzt nicht. Eines Tages wird Ausdauer kommen. Nö. Nee, ist ja Wunder, aber hey. Achso, das meinst du ja. Herzlichen Glückwunsch. Ey, ich krieg auch keine Erschöpfung. Das ist worth. Wo wir gerade alle OT hier sind. Sind wir alle OT hier? Ja. Also ich finde immer noch... Arikipaka ist ein guter Charakter. Ich finde immer noch, dass du keine Ahnung hast. Wer ist denn Arikipaka? Muss man den kennen? Ja. Was ist sein Charakter, wenn der andere drauf geht? Nicht dieser komische Blastro. Doch, der Blastro 18. Nee, komm, mach was Vernünftiges. Ja, der Charakter ist richtig gut. Niklas, du hast doch nie einen guten Charakter gebaut. Ja, Ahmad. Hast du dir Ahmads Charakterbogen mal angesehen? Nö. Aber das merkt man. Der ist fokussiert. Ich will ja nicht sagen, aber meine Selbstbeherrschungsproben schaffe ich. Ja, jetzt. Ja, noch. Ja, ich habe das nie gesteigert, ich schaff's trotzdem. Ja, weil du halt einfach krasse Eigenschaften hast. Ja, richtig. Ich brauche das gar nicht steigern, weil ich krasse Eigenschaften habe. Ich will wohl auf 20-20-20. Ich brauche keine. Ich erinnere mich daran, dass ich mir einen Lehrmeister für Athletik suche. Ich meine, 7 ist schön und gut, aber wenn man mittlerweile 8 Punkte Erschwernis aus Behinderung kriegt. Also Plakat 9. Und keine Behinderung. Ach, Arikipaka, du bist ein guter Charakter. Natürlich halt ein D-Talent, aber hey, egal. Von daher mal, ich muss auch Gewandtheit steigern. Aber das kostet so viel. Ich hab da Arikipaka hat Blastwurf 26. So
kannst Blas auch nicht auf 26 haben, dafür bräuchtest du idealerweise 21. Ja, das ist eine andere Geschichte. Also idealerweise bräuchtest du dafür sonst Dingens, genau. 21er Eigenschaften. Ich meine, ich hab Langbögen auch auf 25. Das hier ist nichts Schwieriges. Aber was bringt dir denn mit dem Blastcore auf 26? Ich meine, du triffst halt jedes Mal. Er kann den Hafaias aus 10 Kilometern noch an die Rüstung bringen. Was für Hafaias, Alter? Ich bin Waldmensch. Ja, da gibt es, glaube ich, auch Hafaias. Batz nur ab. Komm mal schon nach so. Mann, ich bin Arikitaka, Alter. Der Name alleine ist schon geil. Ja, das ist ein bisschen behindert, ne? Was mir. Ich meine, aber wenn du dich mit Ahmad länger weiter in jedes in Blödsinn reinwühlst. Ich hatte mir mal einen Othulu-Waldmenschen gebaut, der war auch geil, weil der hat halt andere Waldmenschenvölker nach Alenfa verkauft als Sklaven. Hat halt andere Waldmenschen versklavt, das war so lustig. Aber die Othulu sind ja sowieso alle krank. Ja, wenn die Alenfa einmal da waren, sind die noch krank, da hast du recht. Wieso sind die alle anfällig gegen Krankheiten von den anderen Fahnern oder was? Nee, du weißt doch, was passiert ist, als die Spanier nach Südamerika kamen. Und das ist das Prinzip. Nur mit mehr Othulus. Ah. Ich will ja sagen, ne, aber ich Stimmimitieren 9. Arikipaka ist eine geile Sau. Ab Stimmimitieren 15 kannst du jede Stimme sofort nachmachen. Jo. Nichts Bepelztes. Wenn Niklas etwas Bepelztes einreicht, fliegt er. Bepelztes? Du könntest ja einen Tierkrieger Mammut spielen, das wäre doch nice. Ich habe noch nie in einer normalen Gruppe einen bepelzten Charakter vernünftig gespielt gesehen. Noch nie. Also, wie willst du entscheiden, wann ich fliege? Ich bin länger als du hier. Inklusive Halborks. Ich bin länger als du hier, das stimmt eigentlich. Ja, ich habe. Kann ich eigentlich Jalan jetzt rausfinden, weil ich du der warst vor, du bin? Warst vor mir hier, aber ich bin länger als du hier, weil ich im Gegensatz zu dir jede Sitzung mitgemacht habe. Wenn man die dunklen Zeiten noch dazu rechnet, dann nicht. Die gehören aber kann nicht ich eigentlich immer. So als Gruppenältester Jalan rausvoten? Wäre das theoretisch möglich? Du kannst ja ein Misstrauensvotum stellen. Jo. Machen wir eine Gerichtsverhandlung, dann werden Zeugen aufgerufen. Perfekt. Rufe Schoko in den Zeugenstand. Schoko, du bekommst 10.000 AP in der anderen Runde, wenn du hier. Wow. Schoko, wenn du Blödsinn machst, liege ich heute Nacht unter deinem Bett. Ja, das fürchte ich ja nicht. Er hat das von Fürchten gesagt.